Ich frage mich ja öfter, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sich in der Werbung diese speziellen Funktionen herausgebildet haben, in der PR aber irgendwie nicht. Und ich verwende hier jetzt nochmal ganz bewusst diese alten Disziplinennamen PR und Werbung. Also in der Werbung, da gibt es Texter, da gibt es Arter, da gibt es Strategen, da gibt es Reinzeichner, da gibt es Produktioner. In der PR aber sieht so aus, als müsse jeder alles können oder wolle jeder alles können. Nun mal ganz davon abgesehen, dass die Disziplinengrenzen verschwimmen. Aber generell ist es doch Blödsinn, wenn jeder alles können will oder alles können muss. Jeder von uns hat ein bis zwei ganz massive Stärken und ich vergleiche die gerne mit Berggipfeln. Solche Berggipfel werden doch erst durch die Täler daneben ausgemacht. Was wird aber generell getan? An diesen Tälern, an den Schwächen wird herumgekrittelt, statt die Stärken zu stärken, also die Berggipfel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kunst und die Herausforderung ist, nach den Stärken Teams zusammenzusetzen. Das bedeutet Arbeitsteilung in allen Disziplinen und also auch in der PR. Von dem Einzelnen braucht das aber ein gehöriges Maß an Selbstreflexion und Selbstbewusstsein. Oftmals sehe ich, dass Leute etwas eingeschnappt sind, wenn sie nicht zum Brainstorming eingeladen werden. Aber vielleicht sind sie eben nicht die Top-Kreativen, sondern perfekte Projektmanager und die haben einen enormen Wert. Und zuweilen arbeitet vielleicht auch mal jemand an einer Präsentation mit, präsentiert sie dann aber nicht. Einfach weil er tolle Konzepte kann, aber nicht so gut ist in der Präsentation.